Also ihr seht, ne, das ist so ein Plündersimulator, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Wir sind also ein Wikinger und wollen plündern. Falls euch übrigens das Spiel interessiert, Rabattcode, einfach Ausrufezeichen Rabatt in den Chat. Was ist eigentlich mit den Töchtern? Welchen Töchtern? So, ich muss mal gerade in die Option gucken. Musik ist nicht zu laut, ne? Dürfte alles passen. Schwierigkeitsgrad normal, Sprache Deutsch. Ja, wunderbar. Also, Spiel starten. Spielmodus Kampagne. Ich nehme einen leeren Slot, neues Spiel. Keine Ahnung, warum das drin ist. Also, wir haben jetzt die Kampagne. Spiele die Kampagne von Sons of Valhalla oder Rajas Flucht. Spiele Rajas Flucht oder Horde. Kämpfe gegen die unzähligen Wellen von Gegnern im Hordenmodus. Ihr seht also, das Spiel hat sogar tatsächlich drei verschiedene Spielmodi. Ich denke mal, wir fangen mal ganz normal an. Ein bisschen leise ist die Musik. Okay, ich kann es gleich in-game ja, glaube ich, nochmal lauter machen. Also, wir spielen diese Kampagne auf normal. Du bist ein guter Kämpfer, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Häuser hast du schon einmal gebaut, vielleicht sogar ganze Städte. Auf das Glück oder die Gnade der Götter verlässt du dich nicht. Du bist deines eigenen Glückes Schmiede. Wage dich ins Abenteuer und reife zu einem erfahrenen Krieger. Keine Modifikatoren, also es gibt wohl also auch Modifikatoren. Hello, brother. It's been a long time since we last saw each other. I hear you're doing well in father's footsteps. I'm sorry I left in such a hurry after father's burial. But I had to look for her. I had to save her, because it is my fault. I wasn't there, and I couldn't protect her. I dream of her often. Bad dreams. See her before me. See our village in flames and Valgar taking her away. Fisherman told me he left for England and that he took many slaves with him. She must be among them. I just feel that she is still alive. Brother, we leave today. You won't hear from me for a while. I will find Valgard. He will pay for what he did to father and the people of our village. He will pay for every life he took, with pain and suffering. I promise you. Da wurde der Viking Operator geraidet. Seine Schwester wurde geraubt oder so ähnlich. Okay. Also, wir haben also auch schon mal einen Grund, warum wir jetzt nach England gehen. Wir sind also gar nicht der Böse. Wir sind der Gute. Oder where am I? Oder wir sind woanders. You are in Asgard, Thorold Olafsson, the realm of the Æsir. My name is Odin, Allfather and ruler of Asgard. Perhaps you have heard of me. Nee, bitte mehr Input. That, yes, I have, Allfather. But how did I get here? Does this mean that death has come to me? Indeed. However, your time has not yet come. You have one more task to complete. Rhea, I have to go to her. She needs my help. Die Raben haben ganz schön viel Fell. It is your destiny to save her. I will support you in this. You will find runes on your journey, long forgotten relics of the past. Many of these runes will improve your skills and those of your fellow combatants. I will give you the ability to detect these runes. Also, wir müssen Runen finden. You should also look out for altars and break their seals to release the runes of the gods. If you will allow me to ask a question, why are you helping me? Das ist die wichtigste Frage von allen. Well, some gods think mortals are of no use or value, and that to help would be a waste of time. But I believe you can achieve great things, and possibly even save worlds, those of men and those of the gods. Ja, also die Darstellung ist schon mal ein bisschen problematisch, da stimme ich dir zu, Defcon. Also sie haben zwar wenigstens hier dafür darauf geachtet, dass sie irgendwie nur ein Auge hat, aber
Die Raben sind irgendwie nur so als Schulterdinger hier angepasst. Und nicht wirklich da. Stattdessen sind hier zwei große, fette Wölfe. Ich meine, Fenrir, schon klar, aber war Fenrir nicht Einzelkind? If you fall in battle, I will give you another chance. Valhalla will remain denied to you until you have fulfilled your destiny. But every death requires a sacrifice. So for each new chance, you must give up a rune you've collected. So everything stays balanced. However, I cannot take away divine runes and the skills they gave you. Okay, die Kapuze trägt er nur, wenn er in Midgard unterwegs ist. Solange er in Asgard weilt, ist die Darstellung korrekt. Er ist schließlich der König der Asen. Und Fenrir hat die zwei Söhne. Okay, vielleicht sind das seine beiden Söhne. Sind das die, wo gerade eben geschrieben worden sind? Freki und Geri? Dann macht das Sinn. Okay, dann ist das korrekt. Wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Gut, dass wir Profis hier im Chat haben. Here, this is one of the runes. Take it and attach it to your belt. Aber, soweit ich weiß, war Odin immer der Gott, der den Menschen gerne mal so einen helfenden Wink gegeben hat. Ne? Also das war schon ein Gott der Menschen. Also der hat sie nicht alleine gelassen. Das ist das, was ich zumindest gehört habe. Genau, Hugin und Mugin fehlen noch. Das wären die Raben. Die sind ja berühmter. Okay, also das ist ein leerer Köcher. Gib mir mehr Pfeile. Hinzufügen. Good. You will find many runes on your journey. Unfortunately, you can only wear as many runes as will fit on the belt. Therefore, keep only the best ones. Stimmt, Munin, Hugin und Munin, so rum. To be able to wear more runes, you can add more sockets to your belt. You will also find these sockets on your journey. Here, I'll give you one. Take it and take a look at your belt. Then, use it to make a socket available. Mhm. Ich will gerade eben nochmal was gucken. Also nur damit ihr Bescheid wisst, ne, das Spiel kostet normalerweise 20 Euro. Ist also nicht sehr, sehr teuer. Und mit meinem Rabattcode zahlt ihr nur 17 Euro. Für alle die, die sich für das Spiel interessieren. Auch wenn wir es gerade eben erst noch am Anfang sind. Also so kann ich jetzt hier rumlaufen. Ich kann hier so rumrollen. Ich kann hier so einen Schildblock machen, ich kann zuschlagen, okay. Runenübersicht öffnen. Very good. Now you are ready. The Bifrost on your left will bring you back. Good luck. Oh. Ich kann die streicheln, okay. Der mag das nicht. Ich erinnere mich, dass wir jetzt irgendwo dahin laufen und irgendwo runterspringen müssen. Ah, ich glaube, dass entweder sind es Entwickler oder Finanziers, ich weiß es nicht. Okay, hier kann ich nicht runter. Roll, roll, roll. Wir sind das Rollkommando. Ah, du also zeigst mir den Weg. Gut. Also, dann gehen wir jetzt hier wohl runter auf die Erde. By the gods, my eyes must be playing tricks on me. Thorald, did you fall from the sky? Nein. What? What happened? Can't you remember? Our ship has sunk, our men, they're all dead. Das ist schlecht. So it was just the two of us who survived? Genau, Heimdall war das gerade. Also, nur wir beide haben wohl überlebt. Regrettably, I have already sent a message to Lundabrek to send us more men and new supplies as soon as possible. You still look a little weakened. Here, some meat. This will get you back on your feet. Also ihr seht, es wird hier schon einiges eingeblendet. Wir können also Truppen haben, wir können Nahrung haben, wir können Holz haben, wir können wohl irgendwie Gold haben und Silber, so wie das aussieht. Wir haben Lebenspunkte und Ausdauer. The meat is in your backpack. Und wir können Gebäude bauen. Eat it to restore your health. Das ist eine gute Frage. Wie hat er eine Nachricht geschickt? Jetzt wissen wir, wo Hugin und Munin sind, Montravan.
Wie gesagt, uns hilft tatsächlich Odin persönlich. Wahrscheinlich ist da so ein Rabe vorbeigekommen. So, jetzt können wir das Fleisch essen. You already look better. Now, show me if you can fight again. Go ahead and attack me with a light punch. Danke, Gritteron, für deinen Prime Sub im zweiten. Not bad. Now with full force. Hit me with a double attack. Okay. Ouch, you got me good. But a double attack will do even more harm to the enemy. Try it again. Ah, I think I heard my bones cracking. Even though a double attack creates more damage, it also lowers your stamina real quick. Keep that in mind. Try one last time. Okay, okay. Very good. Take your bow and shoot me. Ganz genau, wir haben das Spiel damals als Demo gespielt und jetzt ist es rausgekommen. Distanzangriff. Moment, jetzt muss ich F drücken. Exactly the same. And now, try to withstand my attack. Good. In order to block arrows from above, you can move your shield above your head. Try it. Move your shield above your head. Very good. And what about your agility? Try to dodge me. Now you're pretty out of breath, aren't you? Your stamina will return with time, but I've just the thing for you to speed up your recovery. Mead, the potion of the gods. Some warriors believe that you can't fight with mead in your blood. What a foolish delusion. Also wir trinken jetzt Mead. The mead is in your backpack. Yep. Drink. It will help you catch your breath right away. Also V fürs Mead trinken. I see you've not forgotten anything I taught you. Thank you, old friend. Follow me. I found a place to camp nearby. Dass der nicht so schnell laufen kann wie ich, ey. Oh, was ist denn das? Schiffe finden schneller den Weg über das Meer, die Grundversorgung deiner Festung steigt. Oh, das ist sehr praktisch. Also ihr seht, es gibt jetzt hier schon so ein paar Sachen, die wir einsammeln können. Quick, stand next to the campfire to conquer our new camp. Okay. Jetzt erobern wir das hier. The building behind me is the Mead Hall. The center of your city. Here you can upgrade your fighting abilities and some of your equipment for hacked silver and gold coins. You can also upgrade the Mead Hall to expand your city and get more building sites. To the right of the Mead Hall is the supply warehouse. Here you can restock your equipment. Try it out. Also, wir können uns jetzt hier unsere Aufrüstung auffüllen. Da bekommen wir also, wie ihr sehen könnt, Essen, Met und Pfeile. Now we need some food for our warriors. Make yourself useful and build a fishing hut at one of the material piles. I'll take care of the mooring. The men who will be arriving soon will appreciate your work. Das heißt also, hier muss ich jetzt was bauen. Und was soll ich bauen? Was hat er gesagt? Holzfällerhütte, oder? Ich habe nicht zugehört. Nee, oder muss ich das? Nee, ich glaube, ich muss das machen. Die Kaserne, oder? Ach, ein Fischer. Danke, Fischer. Genau, weil jetzt generieren wir nämlich Nahrung und können dadurch mehr Truppen haben. Well done. Now we need barracks, where we can recruit our warriors in the future. Build the barracks on the other pile of materials. Also, jetzt brauchen wir die Kaserne, um Truppen zu rekrutieren. Jetzt sehe ich es auch, das ist so ein bisschen hervorgehoben farblich gewesen. So, wieder zurück zu ihm. Very good. The men should be arriving soon as well. Da kommen sie. Paddel, paddel, paddel. Ah, men, there you are. Thorold. These warriors from home will have to do for now.
We will have to train additional warriors in the barracks in the future. Warriors trained in your city automatically run to your last captured gate. Das ist gut. Follow me to the city gate, and I'll show you how to command your warriors. Also ihr seht, wir müssen halt immer wieder dann hier Truppen neu rekrutieren und die werden immer zu unserem nächsten Tor gehen und das hier verteidigen. The men will defend the gate on their own, but if you want them to follow you, you have to give them commands. Command the men to follow you. Mit Shift kann ich also sagen, folgt mir. Ah, okay. Position halten, folgt mir. Ja, folgt mir. Now let's position the men. Our most feared formation is the shield wall. A shield wall can only be chosen if there is at least one shield bearer among the men. Go to the marked position and command the men to form a shield wall. Schildwall? Good. Now let's see how the enemy despairs at the hardness of this wall. There, an enemy unit. Der hat keine Chance gehabt. You see, the shield wall is a powerful tool to stop the enemy. In order to attack the enemy positions, you must command your men to attack. You can send all men in range with one command, but you can also command them in groups based on their arms. Command your swordsmen to attack. Dann sollen sie angreifen. Attack. Well done. If you give the command to attack, your men will run towards the enemy until they capture a new capture point or die. Here, I'll order your warriors back into formation for you. It's time to return to the city. Again, command the men to follow you. Das machen wir. Mitkommen. Now go to the marked position and command the men to hold this position. Your men will then defend the gate again. Dann gehen wir hier hin. Und ihr sollt jetzt hier das hier Position halten. Position. That's it. You are indeed a born leader. Schleimer. I will help you from time to time. Go now. Your men want to be led into battle. So, also, aber ich glaube, vorher will ich nochmal die Kaserne betreten und gucken, was ich hier machen kann. Also, ich kann jetzt hier sehen, könnt erweitertes Training, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Die Trefferpunkte unserer Units. Zerstöre dieses Gebäude. Schwertkämpfer trainieren. Ich trainiere nochmal einen Schwertkämpfer jetzt hier und ich gebe ihnen... Ne, warte mal, ich glaube, ich sollte erstmal mich um Ressourcen kümmern, oder? Ich glaube, das macht viel mehr Sinn, dass ich jetzt hier in der Fischerhütte hergehe und sage, ich muss die Methalle erstmal ausbauen. Okay, wie baue ich die Methalle aus? Brauche ich 40 Gold für. Also da kann ich auch mich selber verbessern hier. Ja, dann verbessere ich erstmal die Units, die ich jetzt hier habe. Ich scout mal vorne. So, was haben wir denn da Schönes? Oh oh. Da sind Feinde. Au. Die sind schon down. Da kommt ein bisschen was. Oh, 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 oh. Da kommt ein bisschen was. Oh, die sind auch ganz schön. Auch ganz schön beweglich. Okay, erledigt. Jetzt kann ich hier weitermachen. Oh, oh. Muss ich mich da jetzt irgendwie durchmetzeln hier. Also ich kann es auch mit meinen Männern machen, ne? Aber... Autsch, Autsch, Autsch. Das Ding fackelt jetzt mit der Zeit so ab. Also wir müssen uns jetzt hier wohl so nach und nach jetzt hier durchmoschen. Jetzt warte ich kurz, bis es hier nicht mehr brennt. Fleisch esse ich jetzt gerade eben noch nicht. Oh Gott, was machen wir denn da jetzt hier?
Runde Felsbrocken füge ich mal hinzu. Au, 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 au. Shit, was war denn das? Alter Falter! Verdammt. Okay, also wie gesagt, wir sind wirklich nur ein guter Kämpfer, mehr sind wir nicht. Ich muss also hier erstmal nochmal die Situation überarbeiten. Meine Ausrüstung hier auffrischen. Ich habe immer noch nicht genügend Gold. Also gut, Männer. Ich bin jetzt ein Fan davon, dass ihr mir folgt. Dann habe ich vielleicht eine bessere Chance, das jetzt hier zu gewinnen. Dann machen wir den Schildball. Angriff. Autsch! Oh, dieser Miesling. Okay, wir haben das hier geschafft. Gut, gut, gut. Was ist das jetzt? Zweihändige Säge. Eine schnelle Säge erhöht die Produktion von Holz. Hinzufügen. Okay. Jetzt machen wir das hier schnell kaputt. Und schnell nochmal was essen. Jetzt nehmen wir das hier ein, sobald es geht. Ich kann das noch nicht einnehmen, so wie es aussieht. Also wir müssen das jetzt hier, so wie es aussieht, kaputt machen. Da hinter uns scheint wohl was gespawnt. Oh nein, oh nein. Das ist fast kaputt. So. Ich komme da nicht raus, das ist ja wohl der Witz. Sehr gut. Männer, bleibt da, kommt zu mir. Boah, sehr gut, wir haben das erste erobert. Outposts offer useful functions such as fast travel, trading resources or buying mercenaries. Stand by the flag to enter the outpost. If you want to rebuild destroyed towers or gates, simply walk to the position of the destroyed building. Mercenaries are powerful units with special abilities. They're not cheap, but they're worth it. For every captured outpost, you can hire a mercenary. Das ist gut, aber ganz im Ernst? Ich bin der Meinung, dass es gerade eben fast die Musik ein bisschen laut war, oder? Ach, jetzt können wir den ja sogar wieder betreten. Okay, das finde ich gut. Reparieren wir den hier mal gerade eben. Ich kann jetzt, glaube ich, neue Sachen jetzt hier bauen. Genau, jetzt kann ich das hier, die Farm kann ich jetzt hier betreten. Schnellreise öffnen. Okay. Die Farm. Ein Nachschublager einrichten. Farm betreten. Wo ist jetzt mein Nachschublager? Hier, genau, Ausrüstung auffüllen. Das muss ich erstmal wieder essen. Das ist gut. Was ist das da? Ich weiß es nicht. Hier liegt noch einiges rum.
Auch diesen Wachturm hier kann ich jetzt betreten. Den reparieren wir auch mal schnell. Du kommst hier auch nochmal mit. Folge mir. So, dann müssen wir die Tore noch reparieren. Ah, es fehlt mir das Holz dafür. Also ihr werdet jetzt einfach mal... Don't forget to use your ranged weapons. Inflicting damage to the opponent from a distance. Ja, schon klar. Nee, ich will... Halt, bleib da. Ich will, dass ihr hier die Position haltet. Das ist hier bewacht. Das sollt ihr jetzt hier machen. Davon liegt auch nochmal irgendwas. Okay. Moment. Au! Deine Einheiten erhalten mehr Ausdauer. Hinzufügen. Jawohl. Und weg. Autsch. Gott, ich bin schon wieder halb tot. Was ist das hier? Deine Flammenpfeile werden schneller wieder aufgefüllt. Diese Attacke fügt deinem Gegner während des Ausweichenrolls Schaden zu durch dein rotierendes Schwert. Du kannst Feinde mit geringer Gesundheit, die auf dem Boden liegen, mit einem Schlag eliminieren. Mit dieser Rune kannst du einen mächtigen Wirbelangriff erzeugen. Halte die Taste gedrückt und bewege dich mehrmals und schnell von links nach rechts, um einen Wirbelsturm zu starten. Das klingt interessant. Ach, das ist so ein einzelnes Belohnungsteil gewesen. Ja, auch mal jetzt hier mal benutzt. Also ich kann die Dinge auf jeden Fall auch wieder rückgängig machen, so wie es aussieht. So, jetzt kann ich die Farm hier. Der Feldsanitäter heilt deine Einheiten. Der Jäger ist ein erfahrener und schneller Bogenschütze. Aber ich kann nicht mehr Truppen dadurch jetzt rekrutieren. Warte mal, ich muss auf jeden Fall jetzt erstmal wieder zurück. Sind wir erstmal wieder hier und müssen das hier alles aufbauen. Jetzt kann ich das hier verbessern. Methalle verbessern. Remember to upgrade your buildings. This is possible once per city level. Gut. Okay, jetzt werden wir also hier größer. Und wir bekommen, glaube ich, auch mehr Gebäudeslots. Ja, wir bekommen mehr Gebäudeslots. Ich mache jetzt hier eine Holzfällerhütte hin. Dass wir noch mehr Holzfäller haben. Der Fischer ist ja schon ziemlich voll. Ich kann jetzt auch die Fischerhütte upgraden. Einheiten machen wir nachher noch. Ich kann hier sogar noch mehr machen. Also die Kaserne hier, das bringt mir jetzt hier noch mehr Truppen. Zwei weitere Truppen. Und das hier würde ich ganz, ganz gerne hier zum Bogenschießstand aufwerten. Der bringt mir noch mehr Bogenschützen. Da fehlt mir jetzt wieder ein bisschen Holz. Erweitertes Training, Angriffsgeschwindigkeit und Reichweite der Bogenschützen erhöhen. Klingt für mich nach einem geilen Plan. Kaserne kann ich gerade eben noch nichts verbessern. Die liefern mir jetzt hier wieder Zeug. Nur mal ein paar Bogenschützen uns jetzt hier organisiert. So, Moment, Moment, Moment. Fischerhütte. Muss ich erst die Methalle wieder verbessern. Und hier brauche ich 100 Holz. Jawohl. Jetzt mache ich noch mehr Holzfällergedöns. Sehr gut. Erhöht eure Ausdauer. Oh, das klingt gut. Füllt 10 Ausdauerpunkte auf und beschleunigt. Nee, wir machen das da. Ich will mehr Ausdauer haben können. Und jetzt können wir wieder nach vorne reisen. Da kommen gerade meine Truppen an. Und wir stehen die ganze Zeit hier unter Angriff. So, ich glaube, dass ich jetzt hier jemanden hier rekrutieren will. Ach, da fehlt mir die Manpower wieder dafür. Das ist doof. Handelt 5 Nahrung mit diesem Ort. Was bedeutet das? Dann bekomme ich Geld, oder? Nee, es kostet Geld. Aber ich bekomme Nahrung. Okay, so gut. Okay, okay, okay. Dann... Ja, ich will eigentlich noch mal hinten noch mal ein paar Sachen aufwerten. Ganz im Ernst, wenn ich die Gelegenheit schon habe.
Das Tor, ja, ich werde mich gleich um das Tor nochmal kümmern. Die Kaserne kann auch verbessert werden. Jetzt kann ich bessere Kasernensachen machen und den Bogenschießstand haben wir jetzt nochmal verbessert. Wir gehen wieder vor. Das Tor wird jetzt repariert. Das war teuer, aber ich denke, das ist es wert gewesen. Den Turm, den kann man nicht verbessern gerade eben. Also ich gehe das jetzt hier gemächlich an. Ne? Ich habe jetzt nicht vor, jetzt hier zu YOLOen. Wenn ich hier Boni mir holen kann, dann why not? 650 Silber. Hier kann ich den Bogenschießeinheiten noch mehr Leben geben. Ich gebe denen erstmal noch mehr Feuergeschwindigkeit und noch mehr Reichweite. Das finde ich eigentlich sehr viel wichtiger. Die Fernkämpfer sollen eigentlich sehr viel mehr Schaden machen. Und hier kann ich ihnen später noch Feuerpfeile geben. Brauche ich aber einen Haufen Hacksilber. Oh mein Gott. So, jetzt gucken wir mal gerade eben nochmal da hinten. Hier geht nichts mehr. Hier geht auch nichts mehr. Also müssen wir wieder vor. Gehe erstmal wieder alleine scouten, um mal zu gucken. Da liegt nochmal Hacksilber rum. Was ist das hier? Leichtes Eisen. Deine Nahkämpfer erhalten mehr Ausdauer. Okay, das will ich auch haben. Au! Yep, au. Also ich muss mit den Männern jetzt hier gleich vorrücken. Alleine schaffe ich das nicht. Alleine ist es nicht drin. So, Männer, ihr folgt mir jetzt mal wieder. Dann machen wir jetzt hier wieder den Schildwall. Also gut, Männer, greift an. Eieiei. Die rennen halt einfach durch, ne? Diese Mieslinge rennen einfach durch. Was ist das hier nochmal? Nahkampfschaden erhöhen. Ja, das können wir auch nochmal mit reinnehmen. Ich hol mir mal ganz, ganz kurz mal nochmal ein bisschen Zeug. Ich meine, meine Männer sind ja zum Glück noch nicht mal tot. Saugeil, saugeil. Schmettern kann. Ich finde es interessant, was ich hier alles gerade eben immer nehmen kann, hier von den verschiedensten Items. Boah, das dauert voll lange, da reinzukommen, ey. Ich bin jetzt mal der Meinung, warte mal, jetzt machen wir hier mal gerade eben mal ein Schildwall hier. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich glaube, so kommen wir gerade eben ganz gut rein.
Ich weiß, dass ich einen Fernangriff habe, aber ich hatte nur ein paar Pfeile. Ach nee, warte, ich habe immer noch Pfeile. Warum wurden mir denn gerade eben nicht mehr angezeigt? Verstehe ich nicht. Egal. Ja, komm schon. Das ist ganz schön zäh hier gerade eben. Eieiei. Okay, jetzt habe ich erstmal keine Ausdauer mehr, aber dagegen können wir ja was machen. Med hilft. Zack, 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 zack. Der Wirbelangriff ist schon ganz cool. So, trinken, essen. Ich habe jetzt schon einige Nahkämpfer verloren. Eieieiei. Nee, Männer, folgt mir, das ist gerade eben sehr gefährlich. Ihr sollt mir alle folgen. Ich brauche mehr Männer, das wird sonst so nix. Okay, also, ihr macht jetzt hier erstmal halt hier die Position. Ich werde jetzt meine Ausrüstung jetzt hier auffüllen. Dann hole ich mir jetzt hier mal einen von diesen Söldnern, die hier so angesprochen worden sind. Pyromane, richtig große Feuerschaden an. Ich glaube, ich kann jemanden brauchen, der Feuerschaden macht. Dann gehen wir nochmal zurück. Holen uns noch weitere Boni für unsere Einheiten. Vor allem hier, ja, sowas hier. Weitere Bogenschützen brauche ich nicht. Ich brauche mehr Nahkämpfer. Ach, es fehlt mir Nahrung dafür wieder. Irgendwas ist ja immer. Kann meine Gesundheit nochmal erhöhen? Gut, 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 gut. Ich brauche nochmal Nahkämpfer. Ich glaube, ich muss wieder vor, irgendwas Schlimmes passiert da vorne. Oh! Ja, der Pyromane macht so Pyromanen-Sachen, ne? Der Pyromane macht das, was man von einem Pyromanen erwarten würde. Er zündet Sachen an. So, ich brauche noch mehr Nahkämpfer. Gebäude-Upgrade erforderlich. Hier brauche ich noch mal ein bisschen mehr Nahrung. Okay, meine Lebenspunkte haben sich erhöht. Das heißt, wir gehen wieder vor. Jetzt haben wir wieder genügend Leute. Dann sage ich jetzt einfach mal, Männer, folgt mir. Nicht stapelbar, okay. Kommt hierher. Und jetzt Schildball. Greift an, scheiß drauf. Ich hatte gedacht, dass der Feuerdude hier mehr Schaden macht. Bogenschießen ist gar nicht so einfach.
Yes, wir sind drin. Oh, geschafft. Jetzt haben wir hier nochmal eine Truhe. Ein Runensockel. Ah, jetzt können wir dieses Gebäude hier zerstören. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ihre Truppen rekrutieren. Eine weitere Kiste, die ich öffnen kann. Und jetzt nehmen wir das hier ein. Ja, dauert überraschend lang, bin ich auch gerade eben überrascht. Also ist schon ordentlich grindy ein bisschen. You're doing amazingly well so far. You should consider building a blacksmith shop. This building allows you to recruit combat blacksmiths. The combat blacksmith will cause more damage to enemy gates and buildings than normal units. Hi Hellboy, das hier ist Sons of Valhalla. Also wenn es euch gefällt, ne, ich habe einen Rabattcode. Macht Ausrufezeichen Rabatt in den Chat. Spart ihr 15% bei Gamesplanet. Hier kann ich jetzt wieder was bauen. Ab jetzt kann ich hier Belagerungsgedöns bauen. Das ist ein Schmied. Ich mache hier mal einen Schmied hin. Ausrüstung auffüllen, wegen den Lebenspunkten. Dann machen wir hier noch dich da rein. Ich kann hier leider keinen Turm setzen. Oh, ich bin schon ein Fan davon, jetzt einen Katapult zu haben. Da kann ich nicht verlieren, ne. So, ich kann jetzt hier nochmal das Training noch mehr erweitern für unsere Truppen, wie man sieht. Ich tue mal beides jetzt hier mal verbessern. Mehr Lebenspunkte und mehr Schaden. Oder dass sie halt mehr schneller angreifen können. Okay, wir haben Nebel, dass es nur so scheppert. Jetzt kann ich hier diese Metalle auch wieder ausbauen. Ist das ein Bug hier gerade eben? Der Kampfschmied verursacht großen Schaden an Gebäuden. Was ist das jetzt hier gerade eben? Ich bin gerade eben irritiert. Soll die Grafik so? Ich weiß es nicht. Okay, nochmal einen. Dann haben wir genügend Nahkämpfer. Dann. Ich bin im Nebel von England. Ja, das kann natürlich auch sein. So, wieder ganz nach vorne. Ah, jetzt lässt es nach. Okay, es war wirklich Nebel. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das nicht ein Bug ist. Ich will auf jeden Fall nochmal eine Fischerhütte haben. Nahrung ist super knapp. Ich will auf jeden Fall mehr Nahrung haben. Ich baue jetzt erstmal all die Gebäude hier nochmal auf. Hier fehlt nochmal ein bisschen Holz. Kaserne, Bogenschießstand. Das ist halt die Preisfrage. Eher auf. Ich glaube, ich gehe erstmal wirklich auf mehr Ressourcen. Genau, mehr Ressourcen ist es. Dann brauche ich jetzt hier 2200 Hacksilber und 475 Holz. Oh, 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 oh. Das wird nicht einfach. Lagerungswerkstatt geht auch nichts. Ich gehe erstmal wieder gucken, wie immer. Nachtläufer. Das Mondlicht verleiht eure Stärke und Ausdauer steigt, okay? Also bin ich in der Nacht wohl ein bisschen stärker. Hi! Die habe ich erledigt. Kann ich da durch? Da kann ich durch.
Oh, da kann ich nicht durch. Da kommt das nächste Elend auf uns zu. Boah, ich erinnere mich damals, da gab es doch diesen Kampf da mit so einem Elite-Mob. Soweit ich mich zurückerinnern kann. Was ist das hier nochmal? Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit der Artillerie. Schaltet Feuerbrocken frei für das Katapult. Ja. Ich will das Katapult jetzt hier auf jeden Fall krasser machen. Und dann können wir in die Offensive gehen. Angriffsgeschwindigkeit und Reichweite wird um 115% erhöht. Genau, wenn es regnet nicht. Belagerungswerkstatt, schaltet Feuerbrocken für eure Katapulte frei. Darauf freue ich mich. Ich hoffe, dass das mehr Schaden macht an solchen komischen Gebäuden. Und dann können wir nämlich jetzt hier gleich wieder in die Offensive gehen mit allem, was wir hier haben. Na, ihr Fischer, was fischert ihr denn da Schönes? Also, wir haben jetzt inzwischen auf jeden Fall ganz, ganz gut Holz und auf jeden Fall ganz, ganz gut davon. Wisst ihr was? Wir gehen noch nicht in die Offensive. Ich guck mal, dass ich jetzt erstmal alles ausbaue. Von vorne bis hinten. Damit ich ja nichts vergesse. Die Fischerhütte hier ist in Ordnung. Das hier ist in Ordnung. Das hier kann ich halt nicht. Da fehlt mir halt einfach wieder das Hacksilber und das Holz. Aber vor allem das Hacksilber ist ein Problem. Hier fehlt mir auch das Hacksilber. Hacksilber. Bogenschützen, mehr Lebenspunkte. Why not? Hi Rudolf, grüß dich. Willkommen. Schön, dass du da bist. So, was haben wir hier noch? Ach, manchmal bekommt man einfach Kisten. Oder ich habe diese Kisten bis jetzt übersehen. Wahrscheinlich habe ich sie übersehen. So, jedes Mal, wenn es, glaube ich, so klick-klack macht, habe ich, glaube ich, irgendwie da irgendwas freigeschaltet. Oh. Kann das auch nochmal verbessern. Also in solchen Situationen ist das Spiel dann wieder manchmal überraschend gemächlich, ne? Ich würde sogar meine Lebenspunkte erhöhen, aber das ist wohl nicht drin. Mach erstmal nochmal Ausdauer. Den Schmied kann ich leider nicht, weil da muss das Gebäude erst abgegradet werden und das kostet wieder jede Menge Silber. Auf der Karte ist ein Totenschädel. Ja, ja, ich erinnere mich, das ist ein Boss. Das ist ziemlich sicher ein Boss. Naja, so kann man auch an Geld kommen, indem die hier die ganze Zeit abprallen. Ärgerlich, dass sie das jetzt hier beschädigt haben. So, wir reparieren das. Inzwischen habe ich wieder ganz, ganz gut Geld. Moment, also was kostet mich das da? Das hier kostet mich dann 2200. Das wird natürlich jetzt ein bisschen kniffliger. Aber ich kann jetzt hier auch einfach gechillt stehen bleiben. Oder mal gucken, ob ich davon alleine was regeln kann. Maldre meint, ich bin echt schlimm, hab's mir gekauft. Wegen dir werde ich noch arm. Tut mir leid. Tut mir leid, aber immerhin hast du es günstiger. Immerhin wirst du günstiger arm. Oh, 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 oh. Das sind eine Menge Dudes da oben, ich sag's euch. Da kann ich alleine überhaupt nichts reißen. Da kann ich gar nichts reißen alleine. Kommen da wieder welche? Ne, wisst ihr was? Ich sage jetzt einfach mal wieder, Männer, folgt mir. Follow me. Wir werden jetzt einfach direkt jetzt hier wieder hart angreifen. Aber die Artillerie ist, glaube ich, nicht so schnell, oder? Hä? Wo ist denn die Artillerie? Ich dachte, wir hätten eine Artillerie. Wo ist es denn? Hallöchen André, willkommen.
Sieht super aus für einen Side-Scroller. Ja, definitiv. Und wie gesagt, für 17 Euro kannst du jetzt auch nicht so viel falsch machen. Also Leute, dann Angriff. Oh, dieses Mal kommen wir recht schnell dadurch. Au! Au! Eieieiei. Eieiei, die Frau, die war echt übel. Mehr Nahrungsproduktion. Okay, das hier brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, nein. Autsch. Männer, macht das bitte. Ich bin nur euer Anführer. Ich bin eigentlich gar nicht da. Was ist denn das hier für ein Ninja? Oh. Vor allem waren es dann doch noch kämpfende Feinde. Okay, warte mal. Kann ich das hier noch schnell einnehmen, oder? Nee, ich muss erst die Festung komplett nehmen, so wie es aussieht. Aber wir bekommen es inzwischen schon schneller kaputt. Okay, komm her. Wir nehmen das jetzt hier ein. So, jetzt ist es neutral. Und gleich haben wir's. Yes! Waldlager betreten. Der Jäger ist ein erfahrener, schneller Bogenschütze. Ich nehme den Fernsanitäter, ganz im Ernst. Hier kann ich Holz handeln. So, ansonsten kann ich hier aber nicht viel tun. Wir reparieren das hier. Wir reparieren das hier. Ihr, genau, ihr werdet jetzt einfach mal hier stehen bleiben, Freunde. Position halten. Ich muss wieder Truppen nachrekrutieren. Ich guck gerade immer. Nee, hier kann man wirklich nichts machen. Ach, jetzt kommt mein Katapult. Jetzt hat's auch mal Zeit für uns. Gibt's ja wohl nicht. Also wir gehen eins hier zurück. Machen jetzt hier die Metalle eine Stufe größer. Nutze meine Runensockel. Wie kann ich die nutzen? Geh aber mal davon aus, dass ich keine Ahnung habe, wovon du gerade eben redest. So, das hier nochmal verbessern. Dann kann ich hier jetzt auch nochmal eine Kaserne einrichten. Ich hatte das Katapult nicht mitgenommen. Och, shit. Ich hatte mich schon gewundert, wo es ist. Feuerangriffe für die Bogenschützen. So. Ja, warte mal, ich muss jetzt mal gucken, wie ich jetzt in das Charaktermenü überhaupt reinkomme, weil das wurde mir nicht erklärt, Freunde. Mir hat keiner gesagt, wie ich das nutzen soll. Muss ich gestehen. Aber jetzt machen wir erstmal mehr Truppen. Fischerhütte hier, genau, jetzt wollen wir auch noch mehr die Kaserne noch mal mehr verbessern.
So. Und nochmal größer machen. Ja, wie gesagt, der Witz ist, ich weiß nicht, wie ich es benutze. Ich weiß nicht, wie ich die Runen benutzen soll. Also ich weiß nicht, wie ich in dieses Menü reinkommen soll. So, nochmal ein paar weitere Nahkämpfer. Und im Kern brauche ich nochmal ein paar weitere Fernkämpfer. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, wo ich die Fernkämpfer habe. I? Nee, I geht nicht. Das habe ich schon probiert. Und C benutzt ja einfach nur meine Fähigkeiten. So, jetzt haben wir wieder Full-Truppe. Nochmal ein bisschen heile Segen hier für unsere Einheiten. Das hier kann ich ja alles auch noch verbessern später. Also, wir gehen wieder vor. Wahrscheinlich geht es nur, wenn ich eine Rune finde. Ich muss gleich mal gucken. Ich muss mal gucken, hier liegen noch Runen irgendwo rum. Vielleicht sehe ich das dann ja, was ich da machen kann. Nee. Das sind keine Runen. Hier sind keine Runen. Eins. Ich glaube, ich muss diesen ganzen Weg kurz mal zurücklaufen. Kann auch sein, dass die despawned sind im schlimmsten Falle. Das geht nur, wenn man eine Rune findet. Okay, also ich muss zugeben, dass ich noch nicht ganz gerafft hatte, was ich da im Detail tun soll. So, jetzt kann ich dafür sorgen. Schaltet die Schilde für eure Schwertkämpfer frei. Oh, er hat noch gar keine Schilde für meine Schwertkämpfer? Ich möchte jetzt gerne, dass sie Schilde haben. Danke. Schild ist auch schon gut. Können wir das ja auch noch verbessern, dass das Belagerungsgerät noch mehr aushält. Hier kann ich nichts machen. Das ist, glaube ich, für mich dann mehr Pfeile, oder? Oder haben meine Männer dann mehr Pfeile? Ich glaube, es ist für mich. Ja, also ich muss erstmal wieder eine Rune finden. Das ist die Situation. Noch mehr Angriffsgeschwindigkeit für unsere Jungs. Ich finde es lustig, dass unsere Schwertkämpfer jetzt Schildkämpfer sind. Davor, mir war gar nicht klar, dass sie das vorher nicht hatten. Okay, wir gehen wieder vor. Ich glaube, alle sind jetzt wieder da vorne. Ah, die haben hier schon wieder einiges gekillt. Ja, hi. Komm mal. By the gods, Thorold Olafsson. Our paths cross once again. So tell me, what brings you to beautiful England? Die günstigen Preise? Save your breath. You know why I'm here. You kidnapped my wife and murdered my father. Die Frau wurde entführt, okay, nicht die Schwester. I can see you are vindictive. Your anger probably leaves no room for a greeting among men of honor. You are not a man of honor. I ask you again, where is she? I must confess, I don't know. My job was to deliver her, and I did. I don't care what happened to her after that. Well, deliver? Who did you hand her over to? The answer would seal my death. Bear with me that I care about something in my life. Ja gut, wenn ich jetzt ihn töte, der andere, er ist sowieso tot. Wait! Nee, er geht einfach. Falsches Huhn, ey. Eieiei. Männer, wir haben Besuch. Bitte tötet es. Tötet es. Tötet es hart. Ach, die Männer wurden gar nicht automatisch abgegradet. Einfach dieses Steinchen da so fliegt. Ja, kommt doch mal her, Freunde. Ich hab da was für euch. Das nennt sich Armee.
Hey, Chepserich, danke dir für Prime auf 12 Monate. Dankeschön. Oh, da ist wieder eine Rune. Also, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Was kann ich jetzt hier nutzen? Freischalten für einen... Ah. Schiffe werden schneller von wegen... Genau, kann ich hier nochmal hinzufügen. Ich schalte mal das da frei, wo ich halt noch Slots offen habe, ne? Oder wo es halt geht. Dankeschön noch an Torom für 25 Monate und Dankeschön an Finnkern für 100 Biddies. Schön, dass ihr alle da seid, Leute. Aber ansonsten kann ich, glaube ich, mit den Runen nicht viel machen, oder? Ich kann sie nur wegwerfen. Ich kann sie jetzt nicht irgendwie kombinieren oder so. Und eine Rune fallen lassen? Wieso soll ich eine Rune fallen lassen? So, hinzufügen. Okay. Also jetzt... Wir haben wieder einiges an Geld. Ich kann also wieder unsere Truppen verbessern gehen, weil das Leben wird leichter, wenn die besser sind. Das habe ich jetzt auch schon mal auf jeden Fall gelernt, dass es dann besser wird. Belagerungswerkstatt? Nein. Genau, jetzt sorge ich dafür, dass die noch schneller angreifen. Jetzt fehlt es wieder an Fisch, aber den Fisch haben wir gleich wieder. Und dann kann ich, glaube ich, ihm nochmal Lebenspunkte geben. Genau, es fehlen nur noch... Das ist übrigens dasselbe Geräusch, das kenne ich doch. Das ist doch aus Age of Empires 2, oder? So, dasselbe, dieses Knick-Knack-Geräusch. Wisst ihr, was ich meine? So, genau das. So, wir geben ihnen noch mehr Trefferpunkte. Das dauert nicht mehr lange. Einmal noch. Ja, nicht ganz einmal noch. Jetzt. Also, jetzt haben unsere Truppen die maximalen Lebenspunkte. Ah, Schildkämpfer kosten mehr. Interessant. Jetzt muss ich nochmal ganz, ganz kurz mal nach meinen Bogenschützen gucken gehen. Weil da kann ich ja auch nochmal Verbesserungen vornehmen. Hier. Schaltet Feuerpfeile für Bogenschützen frei. Genau, das wollten wir schon die ganze Zeit. Dann sind das jetzt theoretisch später Feuerbogenschützen, aber die kosten dann bestimmt auch doppelt so viel. Also, dann haben wir das jetzt alles gemacht und dann können wir in die Offensive wieder gehen. Also, Männer. Folgt mir. Oh oh. Attack. So, mit der Artillerie dürfte das doch jetzt hoffentlich leichter werden. Oder auch nicht. Au, 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 au. Die haben auch eine Arti. Das Gebäude hier brennt schon ganz gut. Autschen. Ja, das waren meine gesamten Nahkämpfer. Folgt mir, Männer. Das hat so keinen Wert.
Eieieiei. Okay, Position halten. Brauche wieder Nahkämpfer, aber dieses Mal nehmen wir die Schildkämpfer. Da bleiben! Warum rennt ihr denn da wieder raus? Position. So, schön die Position halten. Hallöchen, Daniel Gabler. Willkommen auch in St. Vinius. Also, wir müssen wieder... Ja, erstmal ganz zurück. Vier Schildkämpfer. Und zwei Feuerbogenschützen. Ich hoffe, dass es reicht. Hier kann ich nichts mehr verbessern. Hier ist einfach alles verbessert. Hier muss ich das Gebäude erstmal upgraden. Remember to upgrade your buildings. This is possible once per city. Ich weiß, Mann, deswegen mache ich es auch. Jetzt kann ich noch mehr Truppen ausbilden. So, wunderbar. Jetzt brauche ich noch mal ein bisschen Holz. Das ist auch dasselbe Geräusch. Das ist auch dasselbe Geräusch übrigens aus Age of Empires 2. Haben sie sich frech bedient, ey. Ich sag's euch. Eieiei, das Ding ist ganz schön kaputt. Oh. Yes, ich hab's zerstört. Mehr wollte ich gar nicht. Feinde in der Nähe, okay, geht nicht. Dann schnell mal Ausrüstung aufnehmen. Jetzt können wir das hier schnell noch reparieren. Und wir warten jetzt darauf, dass unsere Männer da sind. Da kommen nämlich gerade eben einige angelaufen. Das wollte ich gar nicht, ich wollte da noch hin. So, nee, das ist das Falsche. Hier nochmal ein weiterer Schildkämpfer, bitte. Das hier können wir auch noch verbessern. Höchste Stufe erreicht. Hier kann ich noch mehr Angriffsgeschwindigkeit haben, sobald ich genügend Holz habe und auch noch mehr Trefferpunkte. Ja, Holz ist gerade eben der limitierende Faktor. Den Schmied kann ich auch noch theoretisch verbessern. Mehr Reichweite und Gedöns. Okay, wir rücken wieder vor. Denn ich glaube, jetzt haben wir alles vorne, was wir brauchen. Alle Mann, folgt mir. Ja, wir haben jetzt komplett andere Einheiten teilweise da. Die Schildkämpfer haben ein bisschen mehr drauf, habe ich so das Gefühl. Deren Gebäude zerstört, wie geil ist das denn? Gleich sind wir durch. Weil gleich auch wieder relativ ist. Jetzt!
So, jetzt können wir doch viele Gebäude zerstören hier, genau. Ich finde es cool, wie wir immer stärker werden. Oh, was ist das denn Schönes? Ich kann die Rune nicht nehmen. Oh Gott, da wollte ich gar nicht rein! Das ist der Bosskampf, auf den hatte ich noch gar keinen Bock. Should have left England while you could. Now your death is certain. Ja, das Katapult ist leicht enttäuschend, das stimmt. Oh, oh, oh. Alter Falter. Alter Falter. Autsch. Wow. Au. Typ, ey. Was wird das jetzt? Autsch. Wieso hat er mich getroffen? Nicht gut, nicht gut. Ich hasse es, dass er so blöde Muster hat, die man nicht wirklich vorhersehen kann. Boah, wie mies. Das habe ich einmal einen aufgeladenen Schlag machen wollen und das war die Rechnung dafür. Hä? Ach, ich habe keine Puste mehr. Shit! Jetzt macht er auch noch einen auf Donkey Kong. Okay, okay. Ich habe es hier aufs Maul bekommen hier draußen. Ich muss also nochmal neu rein. Also ich kann den jetzt hier wohl häufiger versuchen zu besiegen. Das ist jetzt also einfach das, was ich jetzt hier schaffen muss. Ich gucke mal, ob ich mich selber nochmal verbessern kann. Das ist interessant, dass ich jetzt einfach so zurückgehen kann. Ausrüstung auffüllen, Waldlager betreten. Nee, also wie gesagt, ich muss ganz, ganz kurz komplett zurück. Nee, ich kann mich nicht verbessern. Mir fehlen einfach das... Ich kann das ja noch machen. Mehr Ausdauer. Also wie gesagt, ich brauche einfach deutlich mehr Ausdauer. Das ist die Situation. Ich brauche viel mehr Ausdauer. Und jetzt muss ich gucken, ob ich nochmal beim Schmied was machen kann.
Das würde mir auch helfen. Aber das ist die Belagerungswerkstatt, die bringt mir nichts. Oh, was ist denn das hier noch? Nochmal ein Schmied? Ich glaube auch, dass ich mehr Pfeile brauche, ja. Ja, das ist nur für meine Units, ne? Schade. Ich nehme es natürlich trotzdem mit. Wenn ich es haben kann. Aber das nützt mir jetzt einfach in diesem folgenden Kampf halt leider nicht wirklich was. Das kostet nämlich nur noch Fisch. Ja, Fisch haben wir gleich. Wurfspeer! Oh Gott! Oh Gott! Ja, dafür hätte ich das Gold gebraucht. Ja, das wäre gut gewesen. Und das hier auch noch mehr Pfeile zu haben. Ah, das ist ärgerlich. Okay. Ja gut, kann ich jetzt auch nichts mehr dagegen machen. Also ich werde jetzt gleich nochmal versuchen, mit Pfeil und Bogen gegen ihn zu kämpfen. Andere Idee habe ich nicht. Ich meine, jetzt kenne ich immerhin sein Muster so einigermaßen. You should have left England. Ja, das Gelabere von ihm. Oh Gott, das ging daneben. Er ist gerade unverwundbar, der Miesling. Autsch. Autsch, ich dachte, er wäre früher. Autsch. Alter Falter. Mano, das lief eigentlich bis zu dem Moment recht gut. Oh, Bosskämpfe, wie ich sie hasse. Hallöchen, Scrolls, grüß dich. You should have left England. Oh.
Ach, natürlich, natürlich. Da konnte ich nicht ausweichen. Wie ärsig ist das denn? Auch nicht. Autsch, autsch, autsch. Dritter Versuch. Haben wir damals in der Demo nicht geschafft. Hallöchen, da Sonkel. Willkommen. This woman, she has brought me nothing but trouble. Where is my axe? My axe. Where is Rhea? Who paid you for the kidnapping? Speak. You will kill me anyway. So why should I help you? Reines Gewissen? You are right. You will die. But you can decide for yourself how it should be done. Will you die with your axe in your hand and make your journey to Valhalla? Or shall I bury your parts all over England, so that access to Valhalla will be forever denied you? Also tatsächlich war das Wertvollste, dass ich gemerkt habe, dass meine Pfeile sich wieder auffüllen, ja. Das habe ich vorher nicht ganz, ganz klar gewusst, aber das hat wirklich massiv jetzt hier geholfen. Wait, all right. Agreed. Bishop Elmo told me to track down the woman. To get her to England at whatever price. So I made a plan. A raid on your village. It only happened because of her. Back in England, I gave her to Elmo and received a pile of silver in return. But I had to swear not to tell anyone about her. Tja, hast deinen Schwur gebrochen. What are his intentions with her? I don't know. But I am sure that she is still alive. The reward was so lavish that she must be valuable to him. Where can I find him? Follow the river. On its shore, you will find a church. I hope you remember what you promised. Send me to Valhalla. So, that's how it ends. Okay, wir senden ihn nach Valhalla. Oh, okay. Das ist so ein Bruder Tuck mit einem Mörderflegel, ey. Your Excellency, the Northmen are marching north. The Northmen marching north, das macht Sinn. North, heading straight for us. Bischof Elmond. Indeed, Your Excellency. The scouts reported that their leader is searching for his Viking wife. Is that so? Well, bring me the woman. Now! Forgive me, Your Excellency. There has been an unfortunate incident. The Bloodhound. He took her away. Der Bluthund. Haben sie sich auch bedient.
What are you saying? It happened last night. We didn't have a chance, Your Excellency. Our men were overrun. Die haben sich nicht getraut, es ihm bis jetzt zu sagen. Alles klar. Oh God! Then bring me another one. This savage will not notice any difference. Of course, Your Excellency. It's just that the Bloodhound has taken all the women. Ja, genau, okay. What a useless bunch you and your men are. Also man sieht schon, man darf die Story nicht so ernst nehmen, ne? Bring that woman back. And do not come back without good news. Ha! I will take care of this savage until then. Of course, Your Excellency. Okay, und da geht er von dannen. Wir sind bloß gucken, ob wir unsere Fähigkeiten behalten dürfen. Ja, okay, wir dürfen das hier behalten. You can now build a shaman's hut. Shamans are said to be excellent healers and are adept to brewing potions. Okay, neue Gebäude, neue Einheiten. Erstmal die Methalle betreten. Ich glaube, ich grade sie als allererstes sofort mal ab. Dann machen wir sofort erstmal eine Fischerhütte. Wir machen hier sofort einen Holzfäller. Wir haben jetzt erst noch ein paar wenige Truppen. Und das ist jetzt hier diese Schamanenhütte. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Kaserne. Also wir sehen, wir fangen also mit den Einheiten erstmal wieder ganz, ganz grundlegend an. Haben erstmal wieder nur Schwertkämpfer. Nochmal drei Schwertkämpfer. Wie viele Bogenschützen sind hier drin? Drei. Ich brauche also noch zwei Bogenschützen. Dann muss ich überhaupt erstmal eine Bogenschießanlage haben. Na, komm schon. Be sure to use your double attack. It deals more damage to enemies. Ich weiß. So, zwei Bogner. Ach, nochmal ein bisschen Holz wird benötigt. Ah, Moment. Ah, also diese Fähigkeiten hier, die nehmen sich auf jeden Fall wieder auf. Also die gehen auf jeden Fall wieder hoch, meine ich. Also die nehmen wir mit. So rum. Meine Fresse. Also diese Fähigkeiten nehmen wir mit. Ja, also das Sinnvollste wäre es jetzt natürlich einfach, jetzt hier erstmal fröhlich zu chillen, ne? R plus T. Okidoki. Aber im Kern, glaube ich, haben wir jetzt das grundlegende Spielprinzip dadurch jetzt hier, glaube ich, begriffen, ne? Don't forget to use your ranged weapons. Inflicting damage to the opponent from a... Ich weiß, das haben wir auch beim Bosskampf gesehen, dass das sehr, sehr effizient ist. Sogar sehr effizient. Nochmal ein weiterer Bogenschütze und dann nehmen wir nochmal weitere Nahkämpfe. Die Karte wird auch größer, meinst du? Ja, also es ist ziemlich cool. Es gibt also eine komplette eine komplette Insel, also ganz Großbritannien im Grunde, können wir jetzt hier de facto so nach und nach jetzt hier erobern. Und also ich glaube, dass das Spiel schon einiges bietet für gerade mal 18 Euro. Aber ich kann natürlich nicht sagen, wie groß die Langzeitmotivation ist. Also ich würde jetzt tatsächlich noch weiterspielen, wenn ich jetzt den Stream nicht beenden müsste, so langsam aber sicher. Denn ich bin langsam aber sicher schon 6 Stunden live, hab Hunger und Family und so weiter und so fort. Ja, also Leute, wie gesagt, wenn ihr Bock auf dieses Spiel habt, dann könnt ihr es euch auch gerne holen. Müsst einfach nur Ausrufezeichen Rabatt in den Chat machen. Wenn ihr auf Map Uncut zuguckt, guckt unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch alles aufgelistet, was ihr braucht. Mit dem Rabattcode MERPHALLA bekommt ihr da 15% Rabatt bei GamesPlanet. Einfach auf den Link klicken und so weiter und so fort. Ich schicke euch jetzt heute noch weiter. Wünsche euch jetzt allen noch einen schönen Restsonntag und am Mittwoch sind wir ab 17 Uhr wieder live und spielen RimWorld weiter, Leute. Das ist der Plan. So, genau, wir können jetzt zum Hauptmenü zurück. Aha, das sieht dann so aus. Okay, und damit, wie gesagt, schicke ich euch weiter. Euch noch einen schönen Restsonntag. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Beteiligen und einen guten Start in die Woche, ne? Macht's gut. Und jetzt schaue ich noch gerade eben, wer
noch da ist, beziehungsweise wer vielleicht auch gerade eben dieses Spiel hier streamt. Das ist so mein neues Hobby, immer so das Spiel zu raiden, wo ich gerade eben bin. Ah, komm, wir überraschen mal so einen kleinen. Ich kenne den nicht, aber grüßt ihn von mir. Der heißt irgendwie Bass. Grüßt den Bass von mir. Bye, bye.